Herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge hier bei Diesel TV. Es ist früh am 6.30 Uhr, aber man merkt, es wird wieder Winter und es ist dunkel um 6.30 Uhr. Wobei da hinten ganz leicht geht die Sonne auf. Danke für die vielen netten Kommentare, auch zu dieser Kamera, mit der ich gerade filme. Ich denke mal, dann werde ich das jetzt erstmal ein bisschen fortsetzen mit der. Da kann man sich noch die ein oder andere Verbesserung vornehmen am Setup, aber so im Großen und Ganzen hat sich keiner beschwert. Es hat immer noch ein bisschen gewackelt, das liegt aber vor allem an meiner Behalterung an der Leiter. Die habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen überarbeitet, sollte also alles besser werden. Ich habe heute Morgen um 5, glaube ich, bin ich gestartet, habe den LKW aus der Werkstatt geholt, der war ja bei der Einfahrinspektion. Und dann waren noch ein, zwei Sachen kaputt. Der Kühlmittelverlust, das haben sie gefunden. Wollten es eigentlich auch gleich reparieren, aber da muss man wohl irgendwie eine Dichtung bestellen. Und das ist dann auch eine Aktion, das zu machen, weil das ganze Kühlmittel muss raus. Und da ich jetzt, wie ihr seht, ja fahre, weil der LKW zur Keramikversiegelung geht, konnte ich das jetzt nicht machen. Das heißt, ich muss das irgendwie nächsten Samstag oder übernächsten Samstag dann nochmal in die Werkstatt gehen. Sie haben aber hier drüben meine Mountbox repariert. Das läuft jetzt auch über das Kabel. Also was heißt die Mountbox repariert? Die Stromzufuhr für die Mountbox repariert. Und den Druckverlust, Druckluftverlust haben die auch repariert. Das heißt, der LKW ist jetzt wieder in einem sehr guten Zustand. Es ist schon ärgerlich mit dem Defekt, klar. Aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Das geht ja alles Garantie. Es ist nur, kostet mich ja nichts, also außer Zeit. Aber ja, passt schon. Wie gesagt, jetzt geht es zur Keramikversiegelung. Ich bin mal gespannt, ob das rausgeschmissenes Geld ist oder nicht. Die Firma macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich meine, ihr könnt euch ja erinnern, ich habe ja meinen Streamline auch mal polieren lassen. Da war ich aber mehr bei einem Zuschmierer als bei einem Polierer. Und deswegen, da war ich da nicht so zufrieden. Aber da, wo ich jetzt hingehe, die machten eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Ich bekomme dann von denen auch einen Leihwagen. Das heißt, ich fahre dann mit dem wieder nach Hause und morgen Abend oder nachmittags oder so. Vielleicht auch erst am Samstag kann ich die Zugmaschine wiederholen. Und dann geht es wieder auf Achse. Und ich hoffe, dass ich dann mit durch diese Versiegelung mir ein bisschen Zeit spare beim Putzen. Vom V8 in den Dreizylinder Kia. Ich bin hier bei Hoss Keramikversiegelung. Bleibt jetzt mein Scania stehen. Und dann hole ich ihn am Samstag wieder. Beziehungsweise am Samstag kann ich ihn wieder abholen, sagen wir es mal so. Bin mal gespannt, also es macht einen sehr guten Eindruck. Besser als der Polierer, wo ich das letzte Mal war. Weil die müssen ja den LKW einmal runterpolieren und dann versiegeln. Ja, ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Er hat übrigens gesagt, ist ja total schlecht lackiert, der LKW. Und dann dachte ich nur, das stimmt wohl. Das habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, dass das bei Scania so ein bisschen so eine Sache ist. Dann mache ich doch jetzt mal wieder den Autotester. Also ich muss sagen, der Kia hier, den ich jetzt gekriegt habe, der ist, also gefällt mir deutlich besser als der Golf. Vor allem kann man hier mit Tempomat fahren. Ohne Abstandstempomat, weil der hat nämlich gar kein Abstandstempomat. So, jetzt aber Scherz beiseite. Nein, also ich finde hier mit den Knöpfen und so die Bedienung. Also bei dem Golf, da habe ich ja erstmal 8 Stunden gesucht, bis ich überhaupt mal rausgefunden habe, wie ich die Temperatur verändere. Hier, oh, es gibt noch ein ganz normales Temperaturänder-Bedienteil, Klimabedienteil. Also traumhaft wirklich im Vergleich zu dem Golf. Und der ist extrem sparsam. Ich meine, ich fahre jetzt zwar fast nur Autobahn, also sowieso, wo man sehr effizient unterwegs ist, auch 4,3 Liter. Finde ich jetzt echt gut. Der hat nur einen Dreizylinder, aber Power hast du eigentlich trotzdem genug. Also muss echt sagen, gefällt mir deutlich besser als der Golf. Jo, 6.25 Uhr am Samstag, ich sitze hier wieder im Kia. Ich war jetzt zu Hause, habe noch Zeug erledigt, geschraubt und repariert und entsorgt und alles Mögliche. Jetzt fahre ich wieder hoch nach Kleineitingen und hole meinen LKW ab. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie das Ganze aussieht am Ende. Und vor allem, wie es sich dann im Alltag bewährt, ob es was bringt oder nicht. Oder ja, weil die Meinungen da ja auch so ein bisschen auseinandergehen und es ist ja natürlich auch sehr, sehr teuer. Das heißt, ja, da muss man dann einfach mal gucken,
ob sich sowas lohnt oder nicht, ob ich das nochmal machen sollte oder wollen würde oder wie auch immer. Auf der Hinfahrt habe ich den Kia hier ja so gelobt im Vergleich zum Golf und der hat auch auf jeden Fall seine Vorteile, vor allem halt hier die Knöpfe und sowas. Aber was mir hier gar nicht gefällt, ist das Automatikgetriebe. Das ist irgendwie, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich weiß nicht, ob es ein DSG ist oder mit Wandler oder so ein automatisiertes Schaltgetriebe, wobei ich gar nicht weiß, ob mal sowas überhaupt heute noch gebaut wird. Weil es fühlt sich an wie ein DSG, aber irgendwie auch nicht, weil der manchmal dann doch so längere Schaltpausen hat und so. Also, ja, das hat mich tatsächlich nicht überzeugt hier, das Getriebe. Ansonsten, der Rest geht eigentlich. Ein bisschen mehr Leistung könnte er vertragen. Das war bei dem Golf auch besser. Der Golf ging halt einen Ticken besser als der hier. Aber ansonsten, ja, man kann auf jeden Fall damit fahren. Ich denke, vor allem, wenn man sich den Preis anguckt, dann wird der Kia wahrscheinlich zumindest deutlich günstiger sein als der Golf. Gehe jetzt mal davon aus. Ach, guck mal hier, schön den Sonnenaufgang. Jetzt bin ich auch demnächst in Augsburg, noch eine Dreiviertelstunde oder so. Und da hoffe ich mal, dass mein Wagen hier wieder schön aussieht. Ach, schaut euch das mal an, das ist ja traumhaft hier. Der LKW ist jetzt versiegelt. Die waren hier sehr, sehr nett. Ich habe 5 Jahre Garantie auf die Versiegelung. Sieht das geil aus, so. Eieiei. Der glänzt wieder so richtig. Ich meine, das wird bei mir natürlich nicht lange so bleiben, weil ich fahre ja immer, bis es wieder saudreckig ist. Aber der hat mir auch vorgeführt, wie das funktioniert mit der Keramik, also mit der Reinigung und sowas. Ich habe auch noch eine riesen Anleitung gekriegt, wie das funktioniert. Also wenn ihr mal Keramik versiegeln lassen wollt hier, ich habe noch so ein Siegel bekommen. Könnt ihr mal gucken, ja, mehrere Niederlassungen, ist auch unbezahlte Werbung, also ich kriege jetzt nichts von denen oder so. Ich habe die ganz frei aus freien Stücken im Internet gefunden. Bis jetzt sehr zufrieden, sieht einfach krass aus. Muss halt mal schauen, wie es dann tatsächlich im Alltag ist, wie ich damit klarkomme, wie es mit der Reinigung ist, wie es mit der Verschmutzung wird und so. Aber jetzt gerade auf dem schwarzen Lack macht schon was her auf jeden Fall. Kann ich ja den Heimweg noch so ein bisschen als Labervideo ausnutzen, weil ich da doch immer das ein oder andere interessante Kommentar gelesen habe oder gesehen habe. Und ja, die Leute, also einer hat zum Beispiel geschrieben, ich soll doch in Silo-Bereich gehen, das wäre ja viel besser und würde man nicht so stehen gelassen werden und das stimmt ja alles, aber ich kann halt mit der Zugmaschine nicht so ohne weiteres einfach mal Silotransporte machen, weil das ja auch ein paar Umbauten hier an der Zugmaschine erfordert, die auch Peseten kosten und dann habe ich ja nicht mal Kundschaft für Silo oder Kipper oder irgendwas oder Schubboden. Das heißt, das müsste ich mir dann alles erstmal, müsste ich erstmal einen Kunde finden. Dann müsste ich da reinkommen, dann müsste ich meinen LKW umbauen und nachher macht mir die Arbeit dann da keinen Spaß oder dann habe ich halt andere Probleme. Weil meistens tauscht man nur die einen Probleme gegen andere Probleme aus. Dann hat man vielleicht keine Wartezeit mehr, dann ist was anderes scheiße. Also ja, mein persönlicher Traum wäre ja eigentlich oder ist eigentlich, solche Spezialtransporte zu machen. Also gerade mit so einem Tiefbettauflieger, so einem Tieflader, wie ich es bei der GSG hatte. Also ein Semi-Tieflader und dann mit Überbreite sowas halt in der Richtung zu machen. Da ist halt nur das Problem, ich als kleiner Spediteur, also ich habe da nämlich mit einem gesprochen, wie die das machen. Er ist Disponent bei einer Spedition, die haben 30, 40 LKWs oder so und die machen solche Spezialtransporte, aber auch normale Transporte. Und den habe ich gefragt, wie das bei denen denn mit dem Tiefbett ist oder mit den Tiefladern. Da hat er gesagt, ja, die haben schon manchmal 3, 4, 5, 6 Wochen Arbeit für die, dann haben sie aber 2 Wochen keine Arbeit mehr, dann haben sie wieder 3 Wochen Arbeit, dann wieder 2 Wochen nicht. Das heißt, du brauchst eigentlich den Tieflader plus einen normalen Aufleger. Und klar, so eine Spedition mit 30, 40 LKWs, die hat da einfach den finanziellen Spielraum. Ich als Einzelner, ich kann nicht mir, also ein Moisburger, der kostet, sage ich jetzt mal ganz grob, 120.000 Euro, der kostet mich dann im Monat 2.000 Euro Rate jeden Monat. Und dann müsste ich ja noch einen normalen Auflieger kaufen, der auch nochmal 500, 600 Euro im Monat kostet. Das heißt, ich habe 2.600 Euro. Und wenn der Tieflader, wenn ich dann keine Auslastung für den habe und der rumsteht, ja, dann sieht es halt schlecht aus. Das kann man da halt mit einem LKW da nicht so einfach machen, dass man da 5, 6, 7, 8, 10 Fahrzeuge hat, die das alles so ein bisschen dann tragen. Und dementsprechend, wenn ich da keine Kundschaft finde, die mich das ganze Jahr über mit dem Tieflader auslasten kann, dann wird das wahrscheinlich ein
Traum bleiben, der niemals in Erfüllung geht. Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht einfach mal so einen Tieflader mieten soll und mich dann irgendwie über Timo kommen oder so, weiß ich nicht, einzelne Einzelkunden oder so einzelne Aufträge beschäftigen kann oder soll oder es einfach mal testen soll, aber irgendwie so richtig getraut habe ich mich da nicht. Und ich habe auch einen Bekannten, der Alex, der hatte so einen Tieflader und der hatte dann auch 3 Monate kein Geschäft mehr. Der hat jetzt zum Beispiel den Tieflader verkauft, einfach auch, weil es zu teuer ist, wenn du den nicht bewegst. Ja, weil der einfach so viel Geld kostet jeden Monat. Ja, dann hat er ihn verkauft und 2 Wochen später hat er dann wieder Geschäft gehabt für die nächsten Monate. Aber kein Tieflader mehr. Also egal wie man es macht, man macht es falsch. Und ich bin halt jetzt momentan bei dem Kunde, wo ich gerade fahre. Ich arbeite ja gern mit denen zusammen. Ich bin ja schon seit Januar für die unterwegs, mit kleineren Unterbrechungen. Aber ich bin halt da so langsam an einem Punkt, dass ich finanziell, dass ich da wirklich langsam mal gucken muss. Weil ich hatte ja am Anfang vom Jahr, habe ich ja noch einen höheren Kilometerpreis gehabt, bei niedrigeren Dieselpreisen und einem LKW, der weniger verbraucht hat. Und jetzt habe ich einfach einen niedrigeren Kilometerpreis bei höheren Dieselpreisen und dem LKW, der mehr Diesel verbraucht. Also perfekte Kombination. Und da bin ich halt langsam an einem Punkt, dass ich wirklich mal überlegen muss, ob das so noch so viel Sinn macht oder ob ich mir nicht doch noch mal was anderes suche. Also ich würde auch wieder auf normale Plane gehen oder vielleicht kaufe ich mir einen Planauflieger, einen verbreiterbaren normalen Planauflieger, einen Standardauflieger halt und steige einfach mal mit dem ein und guck mal, was da so geht, ob man da Geschäft hat mit der Überbreite und sowas. Weil ich weiß, dass das immer besser bezahlt ist, weil es halt auch nicht jeder machen kann. Das ist ja auch so ein Punkt. Das, was ich mache, Komplettladung von A nach B fahren mit einer B-Lader, einer Endlader, das kann halt jeder machen. Dementsprechend sind da halt die Preise dann ja nicht so der Burner, sage ich euch ganz ehrlich. Also es geht für mich, weil ich es halt in Kombination mit dem YouTube-Kanal immer noch so ein bisschen ausgleichen kann. Aber ich bin halt in erster Linie, muss der LKW sein Geld verdienen und alles, was ich mit YouTube verdiene, ist dann noch nettes i-Tüpfelchen oben drauf, oder wenn es 300-400 Euro weniger sind, ich dafür aber bei YouTube 300 Euro mehr verdienen, weil ich halt geile Touren habe, die mir auch persönlich dann Spaß machen, dann gleicht sich das alles wieder so aus. Aber wenn es halt jetzt so weitergeht mit den Kosten überall, ja, da muss ich wirklich mal gucken. Ich habe schon 1-2 Kontakte oder vielleicht gucken wir gucken ja auch viele Transportunternehmer zu, vielleicht gucken wir ja immer zu, der sagt, ey, ich brauche jemanden für einen Tieflader, dann melde dich. Aber vielleicht stelle ich mir das Tieflader noch zu schön vor, das kann natürlich auch sein. Ja, das sind so ein bisschen momentan meine Baustellen, die ich so habe. Also ich habe ja noch Geschäft, Gott sei Dank. Es läuft ja auch einigermaßen jetzt nächste Woche. Seht ihr das? Vielleicht habt ihr das schon gesehen oder seht ihr jetzt nach dem Video, habe ich noch mal wieder so eine Hammertour. Wenn alles gut geht, dann ist es eine Hammertour, wenn ich halt keine Standzeiten habe irgendwo. Und dann passt es auch wieder. Also wenn ich auf die Kilometer komme, dann ist der Preis schon noch okay, den ich jetzt habe. Aber wenn ich halt dann so Wochen habe, so wie da, wo ich da keine Anschlusstour habe und so, ja, dann ist halt einfach Kacke. Dann ist wirklich Kacke. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ja, weiß nicht, wie lang das Video jetzt wird. Wahrscheinlich so ein 10-Minuten-Ding oder so. Ist man bei mir ja gar nicht gewöhnt. Ihr wisst ja, Däumchen, danke fürs Zuschauen. Und ich werde mache ich auch noch ein Keramikversiegelungsfazit. Das kommt dann irgendwann im Lauf der nächsten Monate oder so. Macht's gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge hier bei Diesel TV. Dann ist wieder eine Fernfahrerwoche, denke ich mal.